Willkommen in meiner Küche. Erntefest steht vor der Tür und ich kann kein spanisches Rico kochen. Deshalb habe ich mir jemanden eingeladen, den Ulf. Da ist er ja schon. Hallo Ulf, da bist du ja. Hallo André. Komm doch rein. Gerne doch. Ulf, was hast du mir denn da mitgebracht? Das sind Spanisch-Rico-Formen. Die brauchst du, um darin das Spanisch-Rico zu kochen. Du kannst natürlich in kein Geschäft gehen, außer in Barcelona und sagen, ich hätte gerne Spanisch-Rico-Formen. Wenn du in Kassel bist und willst eine kaufen, dann sagst du hättest gerne eine Dr. Oetker Wasserbadform. Die gibt es in der großen Ausführung und in der kleinen. Und du hast ja auch eingekauft, wie ich sehe. Ja, Kartoffeln, Zwiebeln, Gulasch, halb vom Schwein, halb vom Rind, Butter, Schmand, Paprikapulver, Pfeffer, Salz und ein Weißbrot. Gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Okay, dann geht's los. Schälst du die Zwiebeln? Das kann ich machen. Dann übernehme ich die Kartoffeln. Das finde ich sehr nett von dir. Zwiebeln schälen ist nicht so meine Lieblingsaufgabe. Ach, wenn das Messer scharf genug ist, dann geht das auch ganz einfach. Das ist nicht das Problem, aber das Drehen der Augen ist sehr unangenehm. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter das früher immer mit Taucherbrille gemacht hat. Also da bin ich sehr unempfindlich gegen. Wie soll ich denn die Zwiebeln überhaupt schneiden? Wir schälen erstmal alle Zwiebeln und anschließend schneiden wir sie in kleine Scheiben. Ich schäle jetzt meinerseits erstmal die Kartoffeln und die werden dann auch in dünne Scheiben geschnitten. Wann ist eigentlich die beste Zeit, um Spanisch Rico zu kochen? Die beste Zeit. Am besten ist der Samstagmorgen. Da hat das Festprogramm noch nicht begonnen. Und du kannst in aller Ruhe das Spanisch Rico vorbereiten und in die Form schichten. Wenn du dann Sonntagmorgens in der Kirche sitzt, dann kannst du die Form ins Wasserbad stellen und 3 Stunden garen lassen. Du kommst nach Hause, während zu Hause alles auf kleiner Flamme köchelt und das Essen ist fertig. Das ist ja praktisch. Da braucht man gar nicht lange zu warten. Richtig. Du kommst heim und kannst gleich essen. So, jetzt sind wir durch mit Schälen und jetzt schneiden wir Kartoffeln und Zwiebeln in Scheiben. Gut, dann fangen wir mal an. Und wie soll ich die Kartoffeln jetzt schneiden? Da gibt es einen kleinen Trick. Du schneidest die Kartoffeln erst in der Mitte durch und dann kannst du sie mit der Schliffsläge aufs Brett legen. Ich habe ein bisschen Durst, André. Ja, ich habe da aber auch schon was zu trinken für dich vorbereitet. Dankeschön. Man streitet sich ja auch darüber, ob man jetzt Spanisch Rico mit oder ohne Paprikapulver kocht. In meiner Familie wurde Spanisch Rico ohne Paprikapulver gekocht und ich behalte das auch so bei. Ich habe mich einfach dran gewöhnt und mag es so viel lieber. So, André, 2 Stunden Vorarbeit zum Schneiden. Jetzt machen wir mit den Kameraden weiter. Ich würde sagen, du Zwiebeln, ich Fleisch. Okay, fangen Gut. wir an. So, erstmal Öl in die Pfanne. Guck mal, wenn du den Holzlöffel in das heiße Öl hältst und es steigen Blasen auf, dann ist die Temperatur genau richtig. Gut. Ich jetzt mal das Fleisch reinmachen. Was gibt es denn jetzt beim Braten noch zu beachten, Ulf? Wir sollten natürlich gleich beim Braten würzen. Ja, dafür haben wir ja Pfeffer und Salz. Und das Paprikapulver nicht vergessen. Das Paprikapulver brauchst du nur für das Fleisch. Die Zwiebeln werden nur mit Salz gewürzt. Man muss auch ausreichend salzen, da die Zwiebeln durch das Salz Wasser ziehen. Ich selbst esse gerne sehr pikant, deswegen würze ich mehr als andere. Man sollte zwischendrin immer mal abschmecken. Und wie lange bleiben die Zwiebeln in der Pfanne?
bis sie blasig sind. Man sollte sie immer durchführen, damit sie nicht braun werden. So, das Fleisch scheint mir jetzt fertig zu sein. Ja, das Fleisch ist durch, das nehmen wir jetzt raus. Jetzt ist alles fertig, jetzt geht's noch ans Schichten, oder? Richtig, André, jetzt schichten wir alles. Wir fangen an mit Kartoffeln als erste Schicht, danach Fleisch und dann die Zwiebeln. Und dann das Ganze wieder von vorne. Vorher müssen wir noch die Form mit Butter einfetten. Ich streiche die Butter auf einen Küchentopf und reibe die Form jetzt großzügig aus. Und was hat das jetzt für einen Sinn, dass man die einfettet? Zum einen, dass es nicht anbackt und zum anderen gibt die Butter nochmal Geschmack. Gut. Jetzt fangen wir an und legen die Kartoffelscheiben in die Form. Der Boden muss komplett bedeckt sein. So, verteilen. Wenn die Kartoffeln den Boden bedecken, dann müssen wir die Lage Kartoffeln salzen. Auf jede Lage Kartoffel muss Salz. Danach kommt das Fleisch. Dabei muss man im Gefühl haben, wie viel Fleisch man nimmt, damit es für die ganze Form reicht. Das Fleisch muss die Kartoffeln auch nicht komplett bedecken, sondern sollte nur gleichmäßig auf die Kartoffeln geschichtet werden. Dann kommt sozusagen als Füllmaterial die gedünsteten Zwiebeln obendrauf. Mit den Zwiebeln kann man auch sehr großzügig sein. Ich sehe schon, du machst da nicht gerade wenig drauf. Man sollte es gleichmäßig verteilen, dass es halbwegs eben ist. Die Kartoffeln. Kartoffeln. Jetzt kommt wieder die nächste Schicht Kartoffeln. Die letzte Schicht besteht wieder aus Kartoffeln. Dabei müssen wir so viel Platz überlassen, dass wir auch noch den Spand oben drauf machen können. Die einen machen den Spand später drauf, ich mache ihn zu Anfang drauf, damit er sich schön gleichmäßig in der Form verteilen kann. Was meinst du eigentlich mit später drauf machen? Du kannst in der letzten Stunde oder in der letzten halben Stunde den Spand oben drauf tun. Das reicht auch. So, hier haben wir den Spand. Wie viel Schmand haben wir da jetzt eigentlich? Ich habe hier 3 Becher Schmand. Das sollte reichen. Das ist auch wieder Geschmackssache. Der eine mag mehr, der andere weniger. So Ulf, jetzt ist der Schmand drauf. Kommt denn jetzt noch was? Wir machen jetzt noch 2 Butterflocken oben auf den Schmand. Und dann kommt der Deckel drüber. Warum denn Butter? Die läuft nochmal runter und verteilt sich in der gesamten Form. So, das war's. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch die Form 3 Stunden im Wasserbad kochen.